Guten Morgen aus Spanien! Etappe 32 von Monzón nach Agreda, 226 Kilometer. Aber es hat jetzt schon 30 Grad, von dem her wird wieder ein heißes Ding heute. Hey, so lässig. Was man bei meiner Mom wirklich lernen kann, ist, die erlebt so geil. Wenn ich irgendwo sitze, nur nach Wasser schreie, entdeckt sie irgendwie, dass die angenommenen Olivenbäume, Korken, Kreuzeichen, weiß der Geier, irgendwelche Eichen sind. Oder es gibt ein Sonnenblumenfeld, das sehe ich und denke, schön, das erlebt sie und kann es auch artikulieren. Das ist richtig, richtig schön. So an den kleinen Dingen Freude zu finden. Aber klar, das sind Kleinigkeiten, die man lernen kann. Oh Gott, ich habe wieder einen emotionalen hier. Alleinerziehende Mom, drei Kinder, also eh schon eine brutale Lebensleistung. Und probiert mir alles recht zu machen die letzten Tage. Hält auch meine Launen aus. Es kommt mir gerade schon wieder hoch. Also mega, mega. Noch eine Frau, der ich enorm dankbar bin hier für den Support. Mal gucken, dass ich hier nicht einschlag gleich. Auf jeden Fall an der Stelle danke, Mom. Und Mike natürlich Grüße. Gute Besserung mit akuter Nierenentzündung. Heimgekommen, erstmal ins Krankenhaus. Oh Gott. So, jetzt fahren wir ein bisschen Fahrrad. Come al solito da solo nella stanza a guardare l'orologio come gira una tazza di caffè. Und wer natürlich auch mit meinen Lauten konfrontiert war, das Team von Mitarbeitern und externen in Stuttgart, auch da danke fürs Aushalten an der Stelle. Genau, das darf man natürlich nicht vergessen. Mittagspäusle, das ganze Dorf ist auf dem Bein, hier werden Stiere gezogen. Also es ist richtig heiß, immer nach Mittagessen. Puh, fährt man in so eine Wand. Schauen wir mal. Bis dem Regio. Hilfe, Region, ist es warm. Aber es sieht auch ein bisschen wüstelig aus. So, heute ist Navi mal wieder als Mountainbike aufgewacht. Beziehungsweise eigentlich habe ich alles rausgeplant an Gravel. Schon nicht Navi schuld, sondern der Planer. Boah, jetzt hat es uns gerade so einen Fußtag geschickt. So, die Straße schlechter. Dann Schottrick. Dann habe ich meine Mama kurz ins Abenteuer gezogen. Schön 7 Kilometer Schotterstraße bergauf. Mit Begleitvolvo hinter mir. Ah, ich bin auch ein bisschen im Eimer, Alter. Er hat Alter gesagt. Schlimm, schlimm. Ja, ich war ja viel alleine unterwegs, aber ganz am Anfang auch im ersten Schritt mal zu zweit. Erster Overnight-Host hat gesagt, er möchte mitfahren. Und im Nebensatz hat er gesagt, er ist noch nie über 100 Kilometer gefahren. Von dem her hatte ich da mal ganz kurz Bammel, was das jetzt für eine Nummer wird. Der Daniel hat aber hart durchgezogen, 185. Und dann war ich schon eine Weile allein, gerade mit Gegenwind. Dann gab es so ein paar Einzelbegleitungen. Und tatsächlich, allein fahren war irgendwie, da hat man sich seinen Tag, da ist man gestartet und hin und her und hat sich das so eingeteilt. Und dann kam, ich glaube nach einer längeren Zeit alleine fahren, Overnight-Host Markus in Saalfeld war es, glaube ich. Und da war dann morgens so, zu zweit losfahren war dann irgendwie kurz komisch, weil nicht alles nach meinem Rhythmus lief. Also irgendwie war man dann so eingenordnet, macht sein Aufsagerle, fährt los, rollt mal ein und dann waren wir irgendwie zu zweit.
muss erst mal gucken, passt das Tempo zueinander und so weiter. Das war dann kurz komisch, aber natürlich, wo das dann wieder eingegroovt war, die Zeit geht viel schneller rum, wenn man in der Gruppe fährt. Das heißt, man hat irgendwas zu schnacken. Ich hatte ja dann auch schon ein bisschen was zu erzählen. Guten Morgen! Etappe 33, gerade losgerollt. Agreda nach Palencia. Boah, Beine fühlen sich ganz schön leer an. Schlafen habe ich noch nicht ganz so geil. Längste Spanien-Etappe, 248 in der Vorplanung. Zweitlängste Etappe überhaupt, 253 hatten wir schon. Mal schauen, was das wird. Anscheinend ein bisschen kühler heute. Nur 38, 36 Grad um den Dreh. Keine 42. Mal gucken. Let's go! Verstehe ich nicht. Ja, ist ja gut. Idiot. Und dann war es schon cool, ja auch hier im Heimatraum dann zwei, drei, vierer Gruppen, Vizengruppe, große Truppe, das war ein bisschen chaotisch, der Ride, kann man sagen. Man hatte einfach eine andere Beschäftigung, so unterm Fahren, sag ich mal. Echt jetzt? Alter, ich hab seit 40 Kilometer Vollgas Gegenwind. Das tut wirklich alles, damit ich nicht nach Palencia bin. Der Drecksack. Ah, ist das nervig. Was so böge Scheiße. Ja, aber sieht es gar nicht mehr aus. Nur so ein bisschen. Das nervt mich. Das ist ja kein Wind. Das ist Föhn. Junge, das ist Föhn. Von vorn. Warm. Voll mag ich immer. Absoluter Endgegner, der Wind. Na und nicht Palencia. Wisst ihr was? Besiegt. Elmo 1 mit 0. Aber es war so knapp. Den Schädel hat es gewonnen. Weiter von. Ich gucke jetzt vorbei bei Male Smart Bike Systems. Die sitzen hier in Palencia. Let's go. Der Big Blue Male. Lauter Elektrozeug hier. Gerade eine coole Tour gekriegt hier durch die Testabteilung von den ganzen Antrieben, natürlich ein paar Sachen sehen dürfen, wie die Welt. Ja gut, die Welt kennt sie schon, aber wahrscheinlich der große Markt noch nicht. Kurz einen Überflug nochmal gekriegt, wie es begonnen hat und wo die Reise hingehen soll. Also mega spannend. Auf jeden Fall ziemlich cool für alle, die in einem oder anderen Anstieg nicht nur mit Minecraft fahren wollen, man muss immer mittreppeln bei E-Bikes. Oder die zumindest mal eine kleine Sicherheit mitnehmen wollen. Oder, wie ich gestern, 70 Kilometer Gegenwind haben. Jetzt werden wir gleich einen kleinen Ride Richtung Palencia, durch Palencia haben. Outfit gewechselt. Jetzt seht ihr den Jochen auch mal. Er und sein Team führen mich jetzt gerade hier eine Runde durch Palencia.
guten Morgen. Etappe. Was habe ich Ihnen gestern eigentlich erzählt? Vorhin. Ja, ich weiß auch nicht. Gestern 34 sozusagen. Kurze, erholsame Romance Tour Ride Etappe. Ganz schlagene 15 Kilometer, hat mir aber gut getan. Beine ein bisschen gedreht. Heute 217. Raus aus Palencia. Vorletzte Etappe. Jetzt wird es noch mal länger. Vorletzter Tag. Strampeln für den guten Zweck. Also, ich gebe noch mal Gas. Bin ganz froh, wenn ich nicht mehr in Radschuh stehen muss. In zwei Tagen. Die Füße sagen mir, dass sie mal eine Pause davon brauchen. Also lass das endlich mal Rückenwind, Junge! Lass das Leben bunt sein. Alles schön grün. Dafür kommen die Berge wieder. Dafür heute nicht ganz so warm. Klar, so ein Projekt plant man und hat da ja auch immer so eine Vorstellung im Kopf. Viele Sachen von dem, was ich geplant habe, sind ja auch aufgegangen oder haben funktioniert, aber eigentlich alles nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe eine Woche vorher nochmal gesagt, hey, schickt mir eine Regenjacke und Überschuhe. Mal zur Sicherheit, ist zwar Sommer, aber mal schauen, vielleicht gibt es ja doch in den Bergen einen Regentag, dass ich die Jacke dann 18 Tage lang nicht mehr ausziehe. Hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, um ehrlich zu sein. Etappe 36 von 36. Ich bin zurückversetzt hier, sozusagen am Anfang der Tour, was die Kleidung angeht, weil 7 Grad hier oben. Ich bin schon ein Stück runtergefahren gerade. Ziemlich bergig um mich rum. Die letzten 28 Kilometer nochmal gespickt mit entspannten 3800 Höhenmetern. Kann auch gar nicht sagen, wie ich mich fühle. Ja, aber hier drin, boah, keine Ahnung. Ich muss noch sortieren, merke schon wieder, dass ich am emotionalen Ende sitze. So kenne ich mich eigentlich gar nicht. Und versuche jetzt einfach mal die Beine ein bisschen rund zu kriegen, weil es sind ja doch noch ein paar Meter mit dem. Guarda il mar, io questa vita me la voglio godere. Quanti colori, c'è senza vita. Ein oder anderen emotionalen Moment, wo es mich richtig gepackt hat irgendwie und ich einfach plärren musste. War auch eine ganz neue Seite, also was mich da triggert und wie es mich überkommt und ich es nicht mehr gestoppt kriege, weil ich da doch eigentlich eher ein Kontrollfreak bin, was die Emotion nach außen angeht. Ja, im Nachhinein, ich habe natürlich vorgeplant, aber meine Routen nicht immer ganz auf Kampen gecheckt. Das heißt, das ein oder andere Abenteuer auf Schotter oder auch auf Trails oder im Gebüsch hatte ich dann dank meiner vielleicht ein bisschen ungenauen Vorplanung an der Stelle auch. Und by the way, da drüben ist Portugal. Hier geht es die ganze Zeit links weg zu Orten nach Portugal. Also eigentlich bewege ich mich gerade in einer anderen Zeitzone. Da wir aber in Spanien sind, ist es die gleiche. Heißt aber, dass so ein bisschen
Sonnenauf- und Untergang und so verschoben ist. So komme ich nie an, wenn es so schön ist. Aber schaut's euch doch an, Alter. Ging nur im Stehen, weil der Wind haut mich sonst vom Rad. Was ist das für eine Landschaft? Wow! Mega! Au! Bist du verrückt? Vor meinen sauren Beinen klarkommen. Was ein fucking Stich, bevor ich hier auf die Straße kam. Und das Geile ist, wenn man mal denkt, jetzt über die Kuppe, dann kommt bestimmt nicht das nächste Tal. So. Voilà, immer so. Dann kommt das nächste. Spiel spiele ich jetzt seit 6 Stunden 45. Und der Tag ist noch lang. Hey, hey. Ui, 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 ui. Und die nächsten Wellen. Puh. Den leichten Anflug von ich mag nicht mehr, killen mir die Berge dann immer mit solchen Aussichten. Aber jetzt bei 3200 sagen meine Beine, du bist kein Bergfahrer, Kollege. Was? Das ist ein Scheiß. Boah. Nochmal Schmerzen für die gute Sache. Aber hey. Es geht Richtung Grande Finale. Und dann ist rum. Keine Schmerzen mehr für die gute Sache. Ganz ambivalent. Schade. Oder auch nicht. Ich freue mich mal nicht in die Radschuhe zu nehmen. Aber das Ding ging so schnell vorbei. Hey. Für solche Aussichten und für ein gutes Ding. Why not? 18 Tage Regen. Was war das? Schaut's euch an. Yeah. Und damit noch Euros gesammelt. Was noch mehr? Hey, Gas geben. Es lohnt sich. Oh. Aber es geht noch ein Stückchen. Noch ist der Kampf nicht geworden. Tschüdu, Kördergang! Eben Eukalyptus, Alter, haben wir da einen Schmierfilter drauf. Nicht mal. Was ist das denn? Ich hab so geschwitzt, ich finde keine. Ich wollte was ganz anderes krabbeln. Da ist er, der Atlantik!
Oh. Das war klar von mir. A little bit windy, but... Leiser. So, das Mädel grüßt, zum 37. Mal angesetzt. Jetzt rolle ich die letzten Meter zu unserem Overnight-Host Toni Ferrero. Da sind wir jetzt sozusagen heute Abend und morgen ein Tag off hier in Vigo. Hey Toni. Yes. Okay. Und auf der emotionalen Ebene, was, also klar, dass dann doch wildfremde Menschen mal die Ferienwohnung canceln und sagen, nee, ihr seid unsere Gäste, aber wir haben Bock dazu zu sitzen, bis, ja, hab irgendwo davon erfahren, penn doch mal bei uns. Und überhaupt, was für eine Energie entstehen kann an allen Stellen, war schon faszinierend. Technisch, Dreisatz Bremsbeläge vorne, hängt aber auch mit dem Regen zusammen. Drei Blattfüße an den ersten vier Etappen. Ja, gab dann schon ein paar Geschichten, aber an für sich keine Riesenstürze, kein Kettenriss. Irgendwie anders geplant und doch so, wie ich es wollte. Hello, that's Tony. Tony lives here in Vigo, is our overnight host for two nights. He will show me now a little bit Vigo, the old city. Yeah. Yeah, let's check it out. Ich auf gar keinen Fall. Ist der Fenster oder der Fenster? So Tony, why Vigo is the best area for your sport? Maybe it's not the best, but it's a really good place for a ride. The mountains are not too big, but the terrain is really good. All the gear you can ride. Now it's a really good place for a road bike too, because we have a lot of roads with not too much traffic and super cool views with the sea and mountains close. Yeah, it's my whole time. I always live in Vigo. I travel a lot for the races, but always come back to my city. Since which time you ride Merida? Yeah, I started Merida, I think 6 years ago, 6 or 7. Now I'm so happy with that. Super cool bikes. And the people from Merida are super cool guys. And now we look for dinner, I think. Yeah, I'm okay. So hungry. Peace out. Boah, Kinder, wenn ihr wüsstet, was ich für ein Warmduscher bin. Ich habe ja gesagt, einmal in Atlantik muss ich. Lang wird's nicht. So kenne ich sie und liebe ich sie. Immer was an meinem Entdecken. Ja, für einen ausführlichen Zusammenfassungsding brauche ich, glaube ich, nachher ein bisschen Support in Sachen von Vokabelkarten. Um ehrlich zu sein, es ist so viel passiert in den letzten Wochen, dass ich Angst habe, nicht alles zusammenzubringen und vor allem Menschen zu vergessen. Ja, jetzt sitze ich hier mit dem iPad in der Hand, ganz gezielt, weil ich bei meinen spontanen Danksagungen immer Angst hatte, dass ich jemanden vergesse. Jetzt habe ich mich ein bisschen vorbereitet, muss auch ein bisschen ablesen. Ich starte einfach mal mit den Supportern, Sponsoren, die Tour ja ein Stück weit mit ermöglicht haben überhaupt. Liegt hier vor mir Merida Bikes. An der Stelle Dankeschön für Bereitstellung Fahrrad und auch einen kleinen Obolus plus die Vermittlung an Overnight Host B-Rex, die gerade auch in Form von ihrem Gründer Max Schmierer die interaktive Karte auf die Website gebracht haben und auch sonst mit Rat und Tat zur Seite standen. Kreissparkasse Weiblingen, die zumindest mal in ihrem Rahmen das Konto umsonst angelegt haben. Südcola mit Ware für
den Stuttgart-Tag und eben auch einen kleinen Euro-Zuschuss für die Umkosten Ileve, die mich mit Brillen ausgestattet haben, Northwave mit Schuhen und einer Regenjacke und Überschuhen, sehr wichtig an der Stelle. Evolve, die eigentlich für den Part der Klamotte zuständig waren, aber auf Sommer gesetzt haben, gar keine reine Regenjacke im Programm hatten, hat sich dann gut ergänzt. Auch die waren mit Klamotte und ein bisschen Unterstützung dabei. Papa Tom, die Website, das Design gemacht haben. Sotec, eigentlich nichts mit Radsport zu tun, sitzen in Ostelsheim. Wir kennen uns schon lang, die ja, einfach supportet haben in Form von dem einen oder anderen Euro. Made Smart Bikes, die mich mit Rädern unterstützt haben, die Overnight Host waren, Räder geschickt haben für den Ride in Stuttgart. Dann TWX Media, Tobias hat die Website gebaut und meine ganzen Updates und Sachen, die ich dann doch noch haben wollte, mit eingebaut. Es Fietzen, hier auch auf meiner Brust, haben den Stuttgart-Tag mit supported, organisiert. Die Projektscheune, also im Endeffekt auch mein Team. Wir haben auch ein bisschen was beisteuern dürfen, an zumindest mal Arbeitszeit. Sigma, die mich mit einem Gerät zur Navigation, das ich auch manchmal beschimpft habe, aber es liegt immer an dem, der die Route plant, ausgerüstet haben und sich auch ein bisschen beteiligt haben drüber raus. Highjoint mit, boah, wie nennt man das? Keine klassische Nahrungsergänzung, sondern was sozusagen die Gelenkschmiere als Nahrungsergänzungsmittel unterstützt. Vielleicht hat es auch daran gelegen, dass mein Knie sich wieder beruhigt hat. Campwerk mit einem Dachzelt und Liegestützen. Liegestützen sage ich schon. Liegestühlen an der Stelle. Liegestützen mache ich dann. Hyatt Enterprises, privater Sponsor, der einfach das Projekt cool fand und auch ein paar Euros gegeben hat. Der Konrad, der nicht weiter genannt werden will. Auch er hat sozusagen einfach so unterstützt. Die Public Cloud Group, auch mit dem ein oder anderen Euro. Metzgerei Idler, die auch einen kleinen Obolus zugesteuert haben und mich jetzt danach nochmal stärken werden. Da freue ich mich schon drauf mit dem ein oder anderen Produkt. Die Zoi aus Stuttgart, auch IT-Cloud, 3 an der Zahl, auch nichts klassisch im Sport zu tun, aber über den Gründer Benjamin auch sehr sportaffin. Stilvoll hat den Vizentag auch mit supportet, mit Bar und Getränk, das zur Verfügung gestellt wurde. Genau, Christoph Laue hat im Vorlauf nochmal ein paar Bilder mit mir geschossen, um die Website voll ins Finale zu machen. Parallel die Band, die kommt jetzt dann ins Spiel, in Sachen Vertonung dann nachher. Ja, dann gibt es noch den TVB, weil ich ja doch ab und zu mal aktiv für den TVB bin. Das Ganze natürlich in ihre Zielgruppe, Fangemeinschaft ins Umfeld geteilt und auch in Form eines Interviews beim Heimspiel nochmal platziert, was natürlich dem Ganzen auch nochmal Aufmerksamkeit gegeben hat. Auch danke an der Stelle dafür, dass ich vom Bundesliga-Team die Reichweite nutzen durfte. Und dann springe ich mal zu meinen Overnight-Hosts. Geile Geschichte, war ein geiler Mix und auch schöne Erfahrungen. Überleitung Ende. Manoli auf Sylt, erster Overnight-Host. Wusste nicht, was auf ihn zukommt, weil er nirgends eine Referenz hatte. Also mega geil. Daniel genauso nicht in Hamburg. Kam über Timo Hildebrand zustande. Mitgeradelt, uns geil supportet. Mike und Aaron in Chemnitz aufgrund einer GCN-Aufrufs. Schwerer Satz. Einfach mal gemeldet und uns was zum Pennen angeboten, obwohl sie ihre Hochzeit zu organisieren hatten. Christina und Steffen vom Gästehaus Mechels, die uns die Ferienwohnung storniert haben und dann Overnight-Host wurden. Nick und Antonia in Köln, kleines Apartment, ganz frischer Hund, einen Tag vor uns eingezogen. Dann kamen wir dazu, auch geil. Markus, Fotograf, den ich auf der Thüringen Lotto Ladies Tour, ich sag's wahrscheinlich wieder falsch, kennengelernt habe, hat uns auch eine Bleibe zur Verfügung gestellt. Thomas Maul, Laura Clever, die sozusagen auf dem Sprung in die Pfalz unsere Hosts waren. Bewegende Lebensgeschichte an der Stelle von Thomas. Hat auf der Straße gelebt, war drogenabhängig, also auch eindrücklich, was man so nebenher erfahren durfte. Die liebe Pamela, Marketingchefin bei Sigma, hat uns sozusagen noch ein Bett angeboten, also drüber raus auch mitgewirkt. Daniel Schuster in Ulm, unser Overnight-Host, einmal bevor wir selber Overnight-Hosts wurden, ich sage wir, um jetzt mal hier einzubauen, die Maike, meine Herzensdame, hat 4 Wochen lang das Begleitfahrzeug gefahren. Am Anfang die Lelly, da auch noch ein großer Dank. Hat das Auto gefahren, mich supportet, weil das bis zum Schluss nicht ganz klar war, wie ich starten werde. Daheim schlafen durfte ich auch bei der Maike, die dann 4 Wochen lang Support gegeben hat. Von Herzen danke an der Stelle. Dann kam der Eddie Sauser von den Sauser-Brüdern, Stefan Weithas, mit dem habe ich studiert, also kannte ich schon in Oberstdorf, unser Overnight-Host. Direkt ein Stefan hinten dran. Jerez Quesada mit seiner Family in Bern. Wir haben zusammen die Schule besucht und ich komme viel zu wenig vorbei, aber war mal ein schöner Grund. Dann gab es den Jochen Sommer,
Es ist auf Male, aber im Endeffekt noch ein schönes Barbecue gehabt und eine gute Zeit beim Jochen und seiner Familie. Und dann Toni Ferrero, mein letzter oder unser letzter Overnight Host und Ankerpunkt in Vigo, sozusagen unser Ziel, wo ich wusste, wenn ich einen Toni sehe, dann habe ich es geschafft. Special Thanks, Benjamin Klopp, Südfrankreich, irgendwie die Familie noch schnell rübergepackt, rübergekommen, auch ein paar Fotos geschossen. Alexander Walter macht den Schnitt, Part des Teams, das geplant war, aber auch drüber raus einfach viel Input, sich viel eingebracht. Viele Sprachnachrichten gekriegt am Anfang und manchmal meine Navigation vor lauter Sprachnachrichten-Push nicht mehr gesehen. Dann die Mara, auch viel eingebracht an der Stelle an Inputs drüber raus. Mein Team in Stuttgart, das A auf mich verzichten musste, alles abfangen, was ich so habe liegen lassen. Man steigt nicht immer gut gelaunt vom Rad nachher. Von dem her auch da die ein oder andere Laune. Ein Special Thanks noch an Timo Hildebrand. Zwar Part von Stelp, aber eben auch mit Overnight Host, mit organisieren etc. Das Event oder die Aktion pushen auf Social Media und auch für den ein oder anderen Trainingsride und Abholen vom Blautopf, danke dafür. Ja, und dann nochmal die vier Organisationen. Stelp, die Stuttgarter Kinderstiftung, DKMS und Ein Herz für Kinder. Dass die Zusammenarbeit an der Stelle so easy war und wir zusammengefunden haben. Ein Special habe ich mir aufgehoben zum Schluss. Auch eher eine zufällige Geschichte, auch irgendwie ein Pfad, den der Own Path dann genommen hat. Letzter Begleiter sozusagen, kurzfristig keinen Urlaub genommen, da ist meine Mom mit aufgesprungen. Sozusagen aus der Rente ins Begleitfahrzeug befördert. Mama, war eine coole Sohn-Mutter-Tour hinten raus. Ja, und ansonsten alle, die sich engaged haben, an dem Abenteuer mitgewirkt haben, es irgendwie gepusht haben, geteilt haben, Leute aktiviert haben, etc. Sollte ich jemanden vergessen, mir gern gegen das Schienbein treten. Danke an der Stelle. Geil und vor allem auch geil, dass mit euch da draußen, aber auch mit den ganzen Menschen, die sich beteiligt haben, teilen zu dürfen. Ja, aktiver Part vorbei. Spenden darf es immer noch weitergeben, egal wie. Die leiten wir dann schon weiter. Bis zum nächsten Abenteuer. Macht's gut. Ciao, ciao. Ich auch du und ich waren viel zu laut und zu hoch. Ich hätte schwören können, dass ich mit dir alt werde. Doch ich glaube, es wird nie wieder wie es war. Sitz alleine hier und fühl mich wie ein Eisberg, wie ein Eisberg. Wir wollten so vieles viel zu schnell und dabei haben wir so vieles übersehen. Unser Chaos an uns rückwärts gehen und auf Slow-Mo drehen. Hey, wir waren viel zu schnell. Nie gefragt, ob uns das alles so gefällt. Immer höher und noch weiter als wir selbst. Lass uns rückwärts gehen und auf Slow-Mo drehen. Yeah. Jeden Tag in unserem Raum, unsere Liebe schnell verbraucht. Abgetaucht, einfach so.